Necken kann was nicht. Erstechen auch nicht. Das wird ihn einen gehörigen Schrecken einjagen. Im Idealfall. Wir blitzdingsen. Und wir haben nicht gesehen, sie wer sind das ist. Weg. Hoffentlich bleiben sie das auch. Zum Glück dauert's nicht mehr lang, bis die Sonne aufgeht. Alter Falter, was für eine Nacht. Ich habe kein Auge mehr zugemacht. Was waren das nur für merkwürdige Viecher? Da fällt mir ein, mal schauen, ob sie mir beim Blitzen vor die Linse gekommen sind. Was zum Geier? So ein Vieh habe ich ja noch nie gesehen und ich kenne eine ganze Menge Horrorfilme. Ich glaube aber, dass es eine normale Person mit einer Maske ist, oder? Nee, so abgedreht ist es nicht. Oder? So, haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ein Stein? Zur Mission geht's Richtung Westen. Professor, ich komme. Das war aber vorher nicht da, ne? Das war doch hier alles grün. Na okay, gehen wir die zum... Die Mission, endlich. Gehen wir zur Mission. Geschminkter Mensch, ja, ja, ja. Hallo? Jemand zu Hause? Gott zum Gruße, mein Kind. Was kann Schwester Maria für dich tun? Mein Name ist Samantha Peters. Ich suche eine Gruppe von Wissenschaftlern. Ihr Leiter ist ein gewisser Professor Hartmann. Laut den Aufzeichnungen, die ich in ihrem Lager gefunden habe, wollten sie zu dieser Mission. Ja, diese Männer sind gestern Nacht hier eingetroffen. Prima, endlich habe ich sie gefunden. Können Sie mich zu ihnen bringen? Oh, das ist leider nicht möglich. Sie befinden sich in Quarantäne. Gestern Nacht? Quarantäne? Es geht ihnen sehr, sehr schlecht. Sie haben hohes Fieber und sind nicht ansprechbar. Bis der Arzt eintrifft, darf niemand zu ihnen, um eine Ausbreitung der Krankheit zu vermeiden. Kann ich nicht wenigstens kurz mit Professor Hartmann sprechen? Es ist wirklich sehr wichtig. Der Professor ist nicht hier. Nicht hier? Wie meinen Sie das? Nun, wenn ich die Männer richtig verstanden habe, hat man sie nachts überfallen und den Professor verschleppt. Oh nein, wie furchtbar! Wissen Sie, wer das getan haben könnte? Du musst jetzt gehen, mein Kind. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es hier nicht mehr sicher. Geh und verlasse diesen Ort, bevor die Nacht hereinbricht. Was reden Sie da? Sie verschweigen mir doch was. Wovor haben Sie solche Angst? Ich rühre mich nicht von der Stelle, bis Sie mir verraten, was hier vor sich geht. Kind, ich will dich doch nur schützen. Lass ich dich eintreten, könntest du dich anstecken. Und draußen bist du nicht sicher vor... Ja, wovor denn eigentlich? In den Aufzeichnungen der Wissenschaftler stand, dass einer von ihnen von einem Tier angegriffen wurde, bevor er krank wurde. Das war kein Tier. Aber was war's dann, verdammt nochmal? Vater unser, der du bist im Himmel. Ohren auf, Schwester! Sie werden jetzt reden, sonst verstoß ich gegen das fünfte Gebot. Wer hat die Wissenschaftler überfallen und den Professor verschleppt? Sie kommen von oben. Die Bäume. Eingeborene? Rebellen? Wilderer? Keine Menschen. Ja, was nun? Keine Tiere, keine Menschen, vielleicht Aliens? Die Asanbosam. Asanbosam? Nie gehört. Alte Legenden der Ashanti erzählen von unheimlichen Wesen, die nachts in den Wipfeln der Bäume auf Opfer lauern. Sie ziehen die unglücklichen Seelen mit ihren langen, scharfen Klauen nach oben und verschleppen sie anschließend in ihre Höhlen, wo sie ihnen das Blut aussaugen. Was sagt eigentlich Ihr Chef dazu, dass Sie an solche gotteslästerlichen Spukgeschichten glauben? Spukgeschichten? Wenn man so lange unter den Ashanti gelebt hat wie ich, bleibt wenig, was unglaublich erscheint. Ich bin eine seriöse Journalistin und halte mich ausschließlich an Fakten. Wie zum Beispiel dieses Foto hier. Habe ich letzte Nacht geschossen. Der kleine Freak saß zusammen mit einer ganzen Bande davon in den Bäumen über mir. Könnte das einer Ihrer Asanbosam sein? Heilige Maria, Mutter Gottes, du kannst von Glück sagen, dass du noch am Leben bist, mein Kind. Dann haben also tatsächlich diese Freaks den Professor verschleppt, ja? Angenommen, diese Legenden der Ashanti stimmen, wohin bringen die Asanbosam dann ihre Beute? In ihre Höhlen. Das ist mir klar. Und die wären wo genau? Mein Kind, du willst doch nicht etwa dorthin? Aber selbstverständlich. Gibt sicher eine lukrative Story. Und vielleicht kann ich ja so nebenbei noch den Professor retten, falls ihn die Freaks nicht schon ausgesaugt haben. Ich werde dich ja doch nicht aufhalten können, mein Kind. Warte hier einen Augenblick. Die ist so seltsam. Was ist mit der Frau?
Das wird dir bei deinem waghalsigen Unterfangen von großem Nutzen sein. Nimm es an dich. Was ist das? Das sind die Aufzeichnungen von Pater Samuel, der sich sehr intensiv mit den Legenden um die Assanbosan beschäftigt hat. Gott hab ihn selig. Danke. Der Herr beschütze dich. Ich verstehe die Frau nicht. Also die vielleicht ist es hip, ja, aber das ist so, ne, so. Hier beginnen die Aufzeichnungen. Oh. Es gab also in der Mission schon mal Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild wie bei den Wissenschaftlern. Okay, Lesestunde. 14. Mai 74. Durch die merkwürdigen Begebenheiten der letzten Zeit sah ich mich veranlasst, ab heute wieder regelmäßig Tagebuch zu führen. Meine Notizen sollen mir später dabei helfen, dass ich die richtigen Schlüsse aus diesen Ereignissen ziehe. In den frühen Morgenstunden brachte man bereits den dritten Arbeiter des Straßenbauprojekts am Bosumtwi zu uns. Die Männer fanden ihn während der Nachtschicht, wie auch die anderen zuvor, besinnungslos etwas abseits von der eigentlichen Baustelle. Die armen Seelen ringen bislang vergeblich darum, das Bewusstsein wieder zu erlangen. Sie scheinen an einer uns unbekannten Krankheit zu leiden. Ihre Haut ist gelblich verfärbt und sie haben hohes Fieber, das in unregelmäßigen Schüben ihren Körper in Krämpfe schüttelt. Ihre Gesichter und Oberkörper weisen zudem blutige Verletzungen auf, die wie Kratzspuren aussehen. Die Schwestern unseres Ordens leisten Hilfe, so gut es nur geht, aber solange wir nicht wissen, womit wir es hier zu tun haben, können wir nicht heilen, sondern lediglich die Symptome bekämpfen, die Schmerzen lindern. Die Ärmsten müssen so schnell wie möglich in ein richtiges Krankenhaus. Ob die Männer damals auch angegriffen wurden? Einer der Patienten war heute für einen kurzen Moment ansprechbar. Ich erwartete Antworten auf meine Fragen, ob er vielleicht in ihm unbekannte Pflanzen gegessen oder Kontakt mit einem Tier gehabt habe. Aber was ich bekam, war zusammenhangloses Stammeln, das für mich so klang, als ob er uns verzweifelt vor irgendetwas warnen wollte. Mal sehen. Tatsächlich, die Angreifer kamen aus den Bäumen, wie bei den Wissenschaftlern. Die Landebahn ist nach den schweren Regenfällen der letzten Tage in einem erbärmlichen Zustand und das Leben von drei erkrankten Eingeborenen scheint der Baufirma nicht wertvoll genug zu sein, um einen Helikopter zu schicken. So werden sie wohl noch auf unbestimmte Zeit bei uns bleiben müssen. Heute war jeder der Männer für ein paar Minuten wach. Meine Befragung nach möglichen Ursachen für ihren schlechten Gesundheitszustand verlief allerdings erneut ergebnislos. Es will mir einfach nicht gelingen, das Puzzle aus bruchstückhaften Informationen zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzusetzen. Zu unglaublich ist das, was ich zu hören bekam. Alle drei hatten sich während ihrer Pause von den übrigen Arbeitern entfernt, als sie von etwas angefallen wurden, das über ihnen in den Bäumen gelauert haben muss. Während sie davon erzählten, stand ihnen das Entsetzen ob der Erinnerung an die Geschehnisse ins Gesicht geschrieben, bevor sie wieder in den trügerischen Frieden tiefer Bewusstlosigkeit verfielen. Was hat die Arbeiter von den Baumwipfeln herab angegriffen? Könnte es vielleicht eine Schlange gewesen sein? Von solchen Attacken auf Menschen wurde zwar wiederholt berichtet, aber diese Zwischenfälle sind extrem selten. Und wieso fand man bei den Arbeitern weder Würgemale noch Bissspuren, sondern nur diese furchtbaren Risswunden? Ich bin ratlos. Interessant. Vergleichbare Vorfälle gab es wohl auch schon in der Vergangenheit. Der Gesundheitszustand der Patienten bleibt kritisch. Sie befinden sich in einem permanenten Dämmerungszustand, während die Fieberschübe kommen und gehen. Aber endlich kann ich auch Positives berichten, bin ich doch gestern auf eine vielversprechende Spur gestoßen. In den Chroniken unseres Ordens fand ich Berichte mit Beschreibungen ganz ähnlicher Krankheitsbilder. Ungefähr 60 Jahre ist es her, dass britische Landvermesser in der Nähe des Bosumtwi überfallen und anschließend mit Fieberkrämpfen und gelblicher Hautfärbung in unsere Mission gebracht wurden. Laut Chronik berichteten die Opfer im Fieberwahn von Dämonen mit langen Klauen und Fangzähnen, die ihnen das nachts in den Bäumen aufgelauert hätten. Die Ähnlichkeiten zwischen den Vorfällen von damals und heute sind offensichtlich. Ich muss unbedingt mehr darüber herausfinden. Wenn ich wüsste, womit wir es hier zu tun haben, könnte ich den erkrankten Arbeitern vielleicht helfen. Die Eingeborenen nennen die Angreifer Assanbosan. Sie sollen auch für die Übertragung der Krankheit verantwortlich sein. Die alten Schamanen der Ashanti konnten diese mysteriösen Wesen kontrollieren und sich vor der Krankheit schützen. Okay. Ich bin heute von einer zweitägigen Reise zurückgekehrt. Wegen der miserablen Straßenverhältnisse musste ich zu Fuß ins nächstgelegene Dorf, aber die Strapazen haben sich gelohnt. Dort lebt nämlich ein Schamane vom Volk der Ashanti, der alte Kunabe. Wir kennen uns seit vielen Jahren und sowohl er als auch ich hegen keine Vorurteile oder Ressentiments aufgrund unserer verschiedenen Weltanschauungen und Geisteshaltung. Vielmehr respektiere ich seine Weisheit und Erfahrung, waren sie doch erneut von unschätzbarem Wert für mich, obwohl seine Geschichte mir in diesem Fall ein hohes Maß an Willen zum Glauben abverlangte. Seinen Ausführungen zufolge wurden sowohl die britischen Landvermesser als auch die einheimischen Straßenarbeiter von den Gesichtslosen angegriffen. In der Sprache der Ashanti heißen diese Wesen Assanbosan. Sie sind uralt und leben in Höhlen, die sie nur in der Nacht verlassen. In den Wipfeln der Bäume lauern sie auf Beute, greifen aber auch Eindringlinge an, um ihr Revier zu verteidigen.
Seine Geschichte untermalte der Schamane mit schauerlichen Beschreibungen dieser Wesen, die mich sehr an die alten Vampirlegenden aus Osteuropa erinnerten. Ich hoffe, auch diese Kreaturen existieren lediglich im Reich der Mythen. Kunabe wusste aber auch weniger Schauerliches, dafür umso Interessanteres zu erzählen. Für die alten Schamanen waren diese Wesen offenbar Wächter des Waldes. Sie pflegten sogar den unmittelbaren Kontakt zu den Asanbosern. Sie kannten deren Unterschlupf, konnten sie kontrollieren und sich vor der von ihnen übertragenen Krankheit schützen. Laut Kunabe sei dieses Wissen im Lauf der Zeit leider verloren gegangen, aber er versicherte mir, dass die Legende wahr ist und die Asanbosern auch heute noch im Dschungel leben und ihn beschützen. Falls das stimmt, muss ich dieses Geheimnis um jeden Preis ergründen. Auf der Suche nach dem Gegenmittel begab sich der Pater in große Gefahr. Die Arbeiter befinden sich nur seit fast 2 Wochen in unserer Obhut. Nach wie vor leiden sie unter Fieber und Krämpfen. Es hat sich kaum etwas an ihrem Zustand geändert. Die rätselhafte Erkrankung hat sie fest im Griff. Auch wenn ich mir der Gefahr durchaus bewusst bin, habe ich in den vergangenen Nächten Streifzüge durch den Dschungel unternommen. Sollte nur ein Fünkchen Wahrheit in der Geschichte des alten Schamanen stecken, werde ich das verloren gegangene Wissen wiederentdecken. Nicht zuletzt, um den kranken Arbeitern hier in unserer Mission zu helfen. Die Asanbosern existieren. Jetzt wird's interessant. Ich bin noch ganz durcheinander. Er hat die Wahrheit gesagt. Jedes Wort von Kunabe ist wahr. Die Asanbosern existieren. Ich sollte mir jetzt ein wenig Ruhe gönnen. Die Anstrengung fordert ihren Tribut. Erschöpfung und Müdigkeit werden von ein paar Stunden Schlaf sicher besiegt werden. Mein Tagebuch führe ich morgen ausgeruht weiter. Puh, so viel Text. Der Pater ist auf einen dieser Asanbosern gestoßen und ihm zu einer Höhle gefolgt. Vergangene Nacht bin ich tiefer in den Dschungel vorgedrungen als je zuvor. Mein Weg führte mich in Richtung des Sees und ich machte auf einer kleinen Lichtung Rast. Es herrschte Totenstille. Keine Grille, keine Frösche, keine Vögel, nichts. Nur das leise Rascheln der Blätter. Ich sah mich um, konnte jedoch im fahlen Mondlicht kaum etwas erkennen, als meine Augen die dunkle Masse des Laubdickichts erforschten und sich allmählich mehr und mehr an die spärlichen Lichtverhältnisse gewöhnten. Da war es plötzlich. Keine 5 Meter über mir hockte es und starrte mich regungslos an. Seine Silhouette zeigte sich kaum vom graublauen Hintergrund ab, aber ich erkannte das Wesen ganz deutlich. Ich spürte, wie es mich musterte, anstarrte, belauerte. Es musste schon eine ganze Weile dort beharrt haben und mir lief es eiskalt über den Rücken. Was würde jetzt passieren? Mir kamen plötzlich Kunabes Beschreibung in den Sinn. Rasiermesserscharfe Fangzähne, kräftige und lange Arme, scharfe Klauen, die das wehrlose Opfer nach oben in die Bäume ziehen. Keine Mythologie, sondern bittere Realität. Noch jetzt, während ich diese Zeilen niederschreibe, stockt mir der Atem, wenn ich an diese Situation zurückdenke. Doch plötzlich verschwand der Asanbosern. Was ihn davon abhielt, sich auf mich zu stürzen, weiß ich nicht. Vermutlich sei er mir keine Bedrohung und hungrig war er wohl zu meinem Glück auch nicht. Jedenfalls huschte er geschickt und schnell wie ein Affe durch die Baumwipfel davon. Der Herr allein weiß, woher ich den Mut nahm, aber ich folgte ihm. Mit Mühe und Not gelang es mir und ich stand schließlich vor der Höhle der Asanbosern. Morgen werde ich zu der Stelle zurückkehren und weitere Nachforschungen anstellen. Die Übersetzung der Inschriften am Höhleneingang brachte Erstaunliches zutage. Es handelte sich um die Beschreibung eines Rituals, das vor der Krankheit der Asanbosern schützen und sie auch heilen kann. Nach einer gründlichen Untersuchung des Eingangs zu den Höhlen bin ich davon überzeugt, dass er von den Schamanen der Ashanti angelegt wurde. Um ihn herum fand ich zahlreiche stark verwitterte Inschriften, die ich gleich heute Abend übersetzt habe. Ob ich in der Höhle war? Nein. Ich bin fürwahr ein gottesfürchtiger Mensch und darum lag es mir fern, den Beistand des Herrn nach der Begegnung in der vergangenen Nacht ein weiteres Mal zu beanspruchen. Niemand sollte sich unnötig der Gefahr aussetzen, die in diesen Höhlen lauert. Daher habe ich beschlossen, mein Wissen mit ins Grab zu nehmen. Wenn ich tatsächlich einmal eine arme Seele dazu gezwungen sieht, den Weg in die Höhlen zu beschreiten, wird der Suchende die nötigen Hinweise finden. Was ich ursprünglich in Erfahrung bringen wollte, konnte ich den Inschriften an den Wänden des Höhleneingangs entnehmen. Die alten Schamanen beschreiben darin ein Ritual, das sie vor der Krankheit der Asanbosern schützt. Dazu verbanden die Schamanen vor dem Betreten der Höhlen bestimmte Ingredienzien in einem Tiegel neben den Eingang und reinigten sich in dabei entstehenden Rauch. Dieses Ritual werde ich auch auf unseren Patienten anwenden. Hoffentlich zeigt das Heilmittel eine positive Wirkung. Die Durchführung des Rituals war ein voller Erfolg, auch wenn es sich nicht vernünftig erklären lässt. Alle Patienten sind wohlauf. Diese Erlebnisse haben das Weltbild von Pater Samuel wohl ganz schön ins Wanken gebracht. Es gibt Erfreuliches zu vermelden. Den Patienten geht es nach der Durchführung des Rituals der Schamanen tatsächlich besser. Das Fieber ist gewichen und die 3 Arbeiter waren gestern für mehrere Stunden wach. Sie befinden sich ganz eindeutig auf dem Weg der Besserung und ich bin mir sicher, dass sie in ein paar Tagen wieder ganz genesen sind und entlassen werden können. Obwohl mir die Wirkungsweise dieser Medizin ein Rätsel ist, bleibt der Erfolg doch offensichtlich und hat ganz sicher nichts mit einem Wunder zu tun. Es gibt so vieles auf dieser Welt, das wir nicht verstehen. Vieles mag vor uns verborgen sein, vieles erscheint uns unmöglich. Und doch ist es da und manchmal erschüttert es sogar unseren Glauben.
Hier steht, was man für das Ritual benötigt und wie man es durchführt. Ritual zum Schutz. Bevor man die Heimstätte der Asambosam betreten kann, muss man sich in Rauch reinigen. Dazu verbrennt man folgende Ingredienzien in einem Kegel direkt neben dem Zugang der Höhlen. Reiner Alkohol haben wir. Zucker haben wir, müssen wir wahrscheinlich noch erzeugen, weil wir haben Zuckerwasser. Ameisensekret, benötigt werden mindestens 5 Exemplare, kriegen wir. Folgende Kräuter und Pflanzen: Blüte des Brutblatts, Blüte der Hyazinthe, die ist ganz hinten, Stängel des Rosenkrauts, Blüte der Sternlilie, ein paar Stängel des Steinkrauts. Okay. Unglaublich, aber ich muss mich wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass die Asambosam keine Fiktion sind. Zu überzeugend klingen die Schilderungen des Paters. Leider hat er das Wissen um den Weg zu ihren Höhlen mit in sein Grab genommen. Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich mich vor der Krankheit der Asambosam schützen kann. Wenn ich herausfinde, wo sie sich verstecken, kann ich den Professor vielleicht noch retten. Huch, da ist eine lose Seite rausgefallen. Sie ist leer. Das erinnert mich an den letzten Witz meines Ex. Was macht eine Blondine, die auf ein leeres Blatt Papier starrt? Sie liest ihre Rechte. Was? Okay, so, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Wiese, das ist bestimmt irgendwas, eine Pflanze oder so. Okay, warte. Blüte, lila. Sie haben die Aufgabenhilfe. So wissen Sie immer, was Sie aber kein. Ich wollte da nicht drücken. Ich wollte da nicht drücken. Tut mir. So, ja, ich glaube auch, dass das 80er, ne? Sieht nach Brutblatt aus. Ich pflück mal eine Blüte ab. So, lila. Eine Blüte der Hyazinthe genügt laut Anleitung. Sternlilie, sehr hübsch. Eine Blüte fürs Haar, eine fürs Ritual. So, Gras und das da. Das muss Rosenkraut sein. Davon brauche ich einen Stängel. Und? Ein paar Stängel vom Steinkraut gehören auch in den Tiegel. So, ja, wir haben alle, ne? Wir haben jetzt die 5 Pflanzen. Okay, jetzt müssen wir noch die Ameisen besorgen. Dort hätten wir das auch. Da geht's zum Friedhof. Die Kirche. Hier hat man die Kirche aber mal nicht im Dorf gelassen. Nee, die ist außerhalb. Pater Julius, 1767 bis 1832. Hier liegen meine Gebeine, ich wollte, es wären deine. Frechheit. So etwas macht man nicht. Schwester Josephine, 1852 bis 1904. Hier ruhen die Gebeine zum ersten Mal alleine. Unerhört! So etwas macht man nicht. Pater Billy, 1907 bis 2006. Nur die Guten sterben jung. Der hatte offensichtlich keine hohe Meinung von sich. Oder extrem viel Humor. Auf dem Grabstein steht J.H.M. 1890 bis 1977. Verzeihen Sie, dass ich nicht aufstehe. Hier liegt offensichtlich ein echter Kavalier. Oder ein Fan der Marx Brothers. Hier liegt der Pater Samuel begraben, von dem die Schwester erzählt hat. Merkwürdig. Kein Spruch, kein Geburtsdatum, kein Todestag. Nur der Name. Dafür sind merkwürdige Symbole in den Grabstein gemeißelt. In den Feldern erkenne ich Linien und stilisierte Bäume. Können wir da anfassen? Gegen eine entsprechende Bezahlung lasse ich mich ja zu vielem überreden. Grabschändungen gehören aber definitiv nicht dazu. Das könnte man auch falsch verstehen gerade. Hier ist eine Tonschale. Da können wir bestimmt die ganzen... Okay, das kommt vielleicht später. Hier liegt der Pater Samuel begraben, von dem die Schwester erzählt hat. Merkwürdig. Kein Spruch, kein Geburtsdatum, kein Todestag, nur der Name. Dafür sind merkwürdige Symbole in den Grabstein gemeißelt. In den Feldern erkenne ich Linien und stilisierte Bäume. Nee. Prima, so kann ich die Symbole auf das Papier übertragen. Ah, okay. Abpausen. Der Bleistift ist hinüber, aber auf dem Papier habe ich nun perfekte Kopien der Symbole auf Pater Samuels Grabstein. Ich habe die Ornamente vom Grabstein auf das Papier übertragen.
1000 Items hier im Inventar. Wir brauchen... Ich habe die Ornamente vom Grab. Okay. Die Höhlen der Asanbosa müssen hier ganz in der Nähe sein. Hoffentlich geht's dem Professor gut. Wahrscheinlich da. Warte mal. Können wir das Feuer hier nochmal anmachen? Wir brauchen ja Zucker. Wenn wir die Limonade erhitzen, würde das funktionieren? Auf alle Fälle, Feuer geht an. Vielleicht wäre das ja machbar. Warte mal. Limonade. Hier rein. Dann wollen wir dieses köstlich süße Gebräu mal fachgerecht dekantieren. Okay. Sieht ein bisschen so aus, als wolle ich eine Bowle ansetzen. Nee, wir wollen die Flüssigkeit weghaben und Zucker haben, ne? Durchs Einkochen ist aus der Limonade ein dicker, klebriger und unglaublich süßer Sirup geworden. Oder so. So, was brauchen wir denn noch? Zucker haben wir. Wir brauchen noch das Ameisensekret. Ah, warte mal. Vielleicht ist es nicht der Zucker, den wir damit haben wollen, sondern wenn das klebt, ist das vielleicht hier für die Ameisen zum Einsammeln? Nee. Damit kann ich jetzt so richtig dick auftragen. Erwischt! Die Ameise klebt am Pinsel. So, ich brauche 5 davon, ne? Nur mal so. Das ist ja fast so einfach. Ich sollte das mal mit Stäbchen probieren. Ach komm. Hab dich. Das hat Karate Kid schon gemacht. Zwar nicht mit Ameisen. Toll. Oh. Das war's. Puh. Eine ansehnliche Strecke, Kleinwildjägerin Peters. So, dann haben wir... Da ist aber immer noch Sirup drin. Aha, okay. Das können wir da aber nicht reinmachen. Die Ameisen aber auch nicht. Weil die Schale für was anderes ist. Und den Alkohol haben wir auch. Der Alkohol ist hier. In den Ampullen ist reiner Alkohol. Ach, die Frage ist, wie finde ich... Ich habe die Ornamente vom Grabstein auf das Papier übertragen. Kann das irgendwas benutzen hier? Es sind so viel, da ist ja... Oh. Okay, ich schneide die Ornamente vorsichtig aus. Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich auf Puzzles stehe. Das Teil nehme ich als Startstück. Ah, okay. Also haben wir schon mal ein Startstück. Das ist der Weg. Okay. Haben wir noch ein Stück Weg? Das hier vielleicht?
Okay. So. 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 Eine Karte. Der Weg zu den Höhlen der Asanbosan. Lass mich raten. Jetzt gehen wir raus. Der Höhleneingang und vom Professor keine Spur. Dann werde ich mich mal drinnen umschauen. Nach der Durchführung des von Pater Samuel beschriebenen Schutzrituals, versteht sich. Keine Lust, mir irgendeine ätzende Krankheit einzufangen. Ja, ich auch nicht. Interessant ist, hier ist doch nie jemand durchgegangen. Unheimlich. Hier herrscht absolute Stille. Man hört keine Vögel oder andere Tiere. Selbst die Blätter scheinen Angst davor zu haben, zu rascheln. Jetzt beim Ernst, wer ist denn hier durchgegangen? Ist doch ein Spinnweben davor. Kann doch gar keiner durchgegangen sein. So, wir haben hier den Tiegel, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das Zucker? Ich glaube, das ist Zucker, ne? Okay. Dann die Ameisen. So, wenn das jetzt nicht hinhaut, müssen wir neue holen. Die Flammen. Rein damit. Und 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 dann brauchen wir noch den Alkohol hier. Und rein damit. Und jetzt haben wir so, nämlich alles. So, das sollten alle Zutaten gewesen sein. So, und was müssen wir jetzt nochmal machen? Wir müssen verbrennen. Okay, weil Alkohol drin ist, können wir jetzt das Feuerzeug wahrscheinlich genau reinhalten. So, und feuerfrei. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Aber ich erst. Oh, so wie das stinkt, könnte der Rauch ziemlich alles von mir fernhalten. Vor allem irgendwelche Männer, ne? Ex. So. Müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Qualmt wie meine Socken, stinkt wie nasser Fuchs. Egal, solange es mich vor der Krankheit schützt. So. Teufel! Was... was war das denn? Das frage ich mich auch. Was ist das hier für eine Maske? Eine Maske mit Augen, Mund und einer Art Kriegsbemalung. Noch mehr Durchgänge. Scheint doch etwas weitläufiger zu sein, als ich angenommen habe. Aber es gibt ein Muster, okay. Nicht die geringste Spur von Professor Hartmann. Nur noch mehr Durchgänge, die noch tiefer in die Höhle führen. Die Maske? Kommt mir vor wie auf dem Maskenball. Ich glaube, die Maske wird irgendwas zu sagen haben. Ach, herrje. Hey, das scheint tatsächlich eine Art Comic zu sein. Die Geschichte beginnt mit einem Mann, der Kinder aus einer größeren Gruppe auswählt. Sie folgen ihm in eine Höhle, die hinter ihnen verschlossen wird. Dort leben die Kinder fortan, während der Mann sie im Kampf ausbildet. Der große Mann gibt ihnen auch zu essen und so wachsen die Kinder allmählich zu Männern heran. Aber was ist das? Die Kinder scheinen sich dabei zu verändern. Ihre Arme werden länger und sie bekommen große raubtierhafte Fangzähne. Das ist grauenhaft! Das Tongefäß sieht aus wie diese komischen Lampen, die sie in dem skandinavischen Einrichtungshaus bei mir um die Ecke verkaufen. Bloß nicht das Wort in den Mund nehmen. So, warte mal. Haben wir hier hinten nochmal was? Nee. Dann gucke ich jetzt nochmal hier vorne. Die Augen von der Maske. Mal ist es das linke. Vielleicht ist es links, dann rechts. Jetzt ist es das rechte. Wahrscheinlich hier die rechte Tür nehmen. Ich weiß nicht, ob man hier sterben kann. Ich gehe mal durch die linke Tür. Das nenne ich mal eine ziemlich kaputte Maske. Und hier steht auch linke Tür nehmen, ne? Zum Ausgang. Was ist denn Anna? Die armen Kinder.
Es würde mich schon interessieren, wie genau sie zu solch furchtbaren Bestien werden. Vielleicht kennt der Professor ja die Antwort, falls er noch am Leben ist. Das hängt hier bestimmt nicht ohne Grund, also lasse ich besser meine langen Finger davon. Ah, die obligatorische Maske. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Ein Klumpen Harz soll brennen wie Zunder. Oh. Okay, das geht. Machen wir also Lampen an hier. Dann packen wir mal etwas Brennstoff hinein. Bleibt der Harz? Nee, es... Ah, da gab's noch einen anderen. Vielleicht müssen wir hier mehrere Sachen gucken. Also Feuer ran hier. Das Harz brennt wie Zunder. Die armen Kinder. Es würde... Vielleicht kennt der Professor... Das Ding ist hier beleuchtet. Hier geht's da raus. Das ist dieselbe Tafel. Das Ding war beleuchtet. Jetzt haben wir natürlich das hier. Ich gehe mal jetzt hier durch. Ich komme mir vor wie auf dem Maskenball. Hier ist doch mal ein Klumpen. Die armen Kinder. Es würde mich schon interessieren, wie genau sie zu solch furchtbaren Bestien werden. Vielleicht kennt der Professor ja die Antwort, falls er noch am Leben ist. Okay. Hier haben wir auch nochmal so eine Tonschale. Dann packen wir mal etwas Brennstoff hinein. So. Das ist und das hier. Hier aufkringeln. Also. Minnekicken. Und das andere ist nur ein Kicken hier. Also nur einer. So Seemannmäßig. Hier ist aber auch nichts. Hier mal durchlaufen. Ach, jetzt sind wir hier. Oh. Das, aber, war das ein Tier oder ein Mensch oder? Keine Ahnung. Hier brauchen wir auch nochmal wahrscheinlich das Harz. Hier ist noch was. So, machen wir das hier auch noch. Wahrscheinlich finden wir hier sukzessive immer das Harz, was wir brauchen. Dann packen wir mal etwas Brennstoff hinein. So. Das ist ein Berg. Die armen Kinder. Es würde mich schon interessieren, wie genau sie zu solch furchtbaren Bestien werden. Vielleicht kennt der Professor ja die Antwort, falls er noch am Leben ist. Okay, dann gehen wir mal... Ich weiß nicht, ob man hier sterben kann. Oh, hier ist doch mal. So, dann müssen wir in die letzte Lampe. Wir hatten 4, glaube ich, ne? Oh, noch eine.
dann packen wir mal etwas Brennstoff hinein. So. Ich hoffe, das gibt hier keine Reihenfolge. Und er hat eine Schale in der Hand. Und mein Stift, der schreibt wieder super. So, wir sind von dort gekommen, ne? Hier ist nichts. Hier ist aber nochmal ein Klumpen. Ach du Gott. Und hier müssen wir einen Code in die Tür reinmachen. Jetzt verstehe ich. Die Frage ist, ob die... Jetzt müssen wir bloß... Das fehlende... Das hier. Dann packen wir mal etwas Brennstoff hinein. Ist ein Bogen. Okay. Wo kann man hier? Hier? Von da? Von da hinten. Und wir kamen von da, okay. So, wir haben jetzt also die Sachen. Dieser Mechanismus mit den 5 Steinrädern scheint die Tür in diesem Raum zu öffnen. Die Frage ist nur, in welcher Kombination die dann hier hingepackt werden. Warte mal, da. Mit den Kindern war was. So, was haben wir hier? Das habe ich auch. Die anderen gibt's. Ah, okay, das gibt keine Kombination. Nee, also es gibt keine. Also es gibt nur ein Bild in jeweils einer Reihe, die zu einer Tür führt. Also es gibt nicht den Zustand, wie es scheint. Hier war es jedenfalls der Fall, dass hier kein Bild drin ist von denen, die erleuchtet waren. So, das heißt, hier ist der Bogen und dann gibt es hier kein anderes Bild. Genau, Bogen. Hier ist die Schale und hier ist er. Okay. Geschafft. Also es gibt keine Reihenfolge, weil man nämlich durch Zufall hätte hier durch die Räumlichkeiten rennen dürfen müssen. Und da wäre es schwierig gewesen, die Reihenfolge zu wissen. Professor, diese verdammten Viecher.